Hi Leute, und ich bin mal wieder zurück und heute habe ich für euch einen richtig einfachen God-Mode-Glitch. Ich sag euch nur, ihr müsst bei diesem God-Mode-Glitch aufpassen, denn ihr könnt sehr, sehr schnell gebannt werden, denn bei diesem Glitch könnt ihr Waffen benutzen, aber seid trotzdem im Passivmodus. Das heißt, ihr könnt nicht abgeschossen werden, außer zum Beispiel mit einem Messer oder einem Raketenwerfer. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie der ganze Glitch funktioniert. Ihr müsst einfach hier zu diesem Riesenrad gehen am Pier, das ist in der Nähe vom Strand. Dann stellt ihr euch hier an diesen Zaun, dann steht da oben links Steuerkreuz nach rechts drücken und dann müsst ihr warten, bis so eine Gondel ganz knapp an euch vorbei ist. Dann drückt ihr Steuerkreuz nach rechts. Dann ganz schnell auf Option, auf Online, Spielelisten, deine Spielelisten und dann irgendeine Spieleliste starten, bevor dieser Spieler in die Gondel eingestiegen ist. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Ihr wartet eben, bis diese Gondel ganz knapp an euch vorbei ist. Jetzt drücke ich Steuerkreuz nach rechts, gehe ganz schnell auf Option, Online, Spielelisten, meine Spielelisten und dann noch nicht meine Spieleliste starten, erst wenn mein Spieler in den Waggon reingehen will. Also jetzt ganz schnell XX spawnen, damit ihr sofort beitritt. Und wenn ihr dann beigetreten seid, müsst ihr ganz schnell verlassen mit Kreis. So, ihr könnt am besten erstellt ihr vorher eine Spieleliste. Ich weiß nicht, ob das auch mit Rockstars Spielelisten gehen, aber es ist ja eh einfach eine Spieleliste zu erstellen. Jetzt, wenn ihr spawnt, ist eigentlich auch schon fast der Glitch fertig. Das Einzige, was ist, ihr könnt noch keine Waffen benutzen. Aber ihr seid schon unsterblich. Ich gehe jetzt mal hier zu meinem Kollegen. Der versucht mich mal eben abzuschießen. So, jetzt schießt er mich ab und ich kann dabei nicht sterben. Ich verliere gar kein Leben. Das Einzige, was, wann ich jetzt Leben verlieren würde, wäre, wenn er mich messert oder mit einem Raketenwerfer abschießen würde. Weil die Explosion, die knallt ja trotzdem vor mir auf. Jetzt müsst ihr einfach auf das Touchpad gehen und dann macht ihr Selbstmord, damit ihr jetzt gleich auch die Waffen benutzen könnt. Wenn ihr dann Selbstmord gemacht habt, müsst ihr einfach wieder respawnen. Und jetzt ist der Glitch eigentlich auch schon ganz knapp fertig. Ihr müsst nur noch kurz auf Option gehen, dann auf Online und dann wieder auf Option hier. Und dann steht der Passivmodus aktivieren, obwohl das so ein bisschen unsichtbar ist. Aber trotzdem müsst ihr X drücken und wenn ihr jetzt auf zurück geht, seht ihr schon unten rechts, dass da der Countdown kommt für den Passivmodus. Jetzt seid ihr aus dem Passivmodus raus, angeblich, aber ihr könnt trotzdem die Waffen benutzen und seid trotzdem unsterblich und für die anderen Spieler unsichtbar. Das heißt, die anderen Spieler sehen euch halb unsichtbar und ihr habt trotzdem eine Waffe in der Hand und die können euch nicht töten. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze aussieht. So, mein Kollege schießt mich jetzt einmal eben ab mit einer normalen Waffe. Das heißt, mit normalen Waffen können die Leute euch nicht töten. Hier, ich verliere kein Leben. Und mein Kollege hat den Glitch jetzt gerade auch schon gemacht. Das heißt, ich kann ihn auch gerade nicht töten. Aber wenn er mich jetzt zum Beispiel schlagen würde oder messern würde, dann würde ich Leben verlieren. Das heißt, ihr könnt auch sterben durch Messern und durch Raketenwerfer und sowas. Deswegen passt am besten auf, wenn ihr den Glitch macht. Aber ich rate euch lieber, den Glitch nicht zu machen. Am besten nur mit Freunden oder sowas, wenn ihr irgendwie die trollen wollt oder so. Jetzt schießt mein Kollege mich einmal mit einem Raketenwerfer ab, damit ihr auch wirklich sehen könnt, dass ihr dabei sterben könnt. So. Und jetzt, wenn ihr das beenden wollt, müsst ihr einfach, wenn ihr einmal getötet werdet, auf Dreieck drücken, damit der Passivmodus aktiviert wird. Dann geht ihr auf das Touchpad, geht auf Passivmodus deaktivieren. So, das war's jetzt eigentlich auch schon mit dem Glitch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Ich lade jeden zweiten Tag ein Video hoch. Wenn zwischendurch mal irgendwelche Glitch kommen, die ich ganz schnell hochladen muss, dann mache ich das auch, wie zum Beispiel heute, weil ich ja gestern einen Glitch hochgeladen habe. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.